So, da sind wir schon wieder zurück. Ihr seht, wieder Genshin Impact, Folge 2 sind wir jetzt. Was haben wir jetzt eben bekommen? Genau, Ember. So, was hat Ember? Ember hat einen Bogen, aber ich mag diesen Bogen gefühlt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich erst dran gewöhnen muss, aber ich mag sie einfach nicht. Ich weiß nicht, ich komme mit dem Charakter irgendwie am schlechtesten zurecht. So, was haben wir denn hier? Wir haben schon ein bisschen was gesammelt. Ah, ne, bei ihr haben wir gar nichts. Daten, ihr wisst ja, ich mag es nicht, wenn da Ausrufezeichen sind. Da ist nur noch mal, was sie ist. Wir haben ja eben in der Story mitbekommen, Kundschafterin und läuft so außerhalb rum. Und ist halt ziemlich neu, würde ich sagen. So, was haben wir denn noch? Die Stimme. Ja, warum man das angezeigt bekommt, keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich kann es euch nicht sagen. Weil. Warte, was ist? Outrider Amber, reporting for duty. Just say, I feel like running. Wofür brauchen wir das? Jean will be upset if she catches us lazing around like this. Also ich verstehe es nicht. So, gehen wir mal weiter. Oh, looking for your family? Und ich wollte mich erstmal bedanken für die ganzen zahlreichen Kommentare, die jetzt schon beim ersten Teil vorkamen. Okay, let me finish my other stuff first, Und and then danke I can natürlich help auch you put jeden up posters Einzelnen, around the der city. auf den netten Like-Button What gedrückt hat. exactly is it you need to finish doing first? It's simple. You'll understand in a bit. Und natürlich danke erstmal wegen den Likes. Wer es noch nicht gemacht hat, gerne nochmal gucken, Like da lassen. Ihr wisst ja, Support Scam-Mod. So, wie geht's weiter? So, das ist der zweite Portalstein, den wir jetzt haben. Zack, Headshot. These monsters have been getting too close to the city recently. My task this time is to clear out Die hier their finde ich camp. voll cool. Es war nur eine Bombe. Ja, wie ihr seht, ist explodiert. Die benutze ich eigentlich so gut wie nie, die Fähigkeit. Aber ich dachte, ich mag den Charakter. Ich weiß nicht, ich mag ihn einfach nicht. Und das Schießen, ich finde das so komisch. Das ist natürlich alles Geschmackssache. Könnte aber auch daran liegen, dass ich halt eigentlich gar nicht mehr irgendwelche Rollenspiele gespielt habe. Ich bin halt eher Nahkämpfer, würde ich mal sagen. Meine Güte. Und ich habe schon gesehen, einige von euch haben das Spiel schon angespielt. Aber schreibt mal rein, wie weit habt ihr es gespielt? Also bis zu welchem Level? Also Abenteuer-Level. Boah, steht echt dahinter. Nothing to it. Ja, ganz Though easy I've gotta war das. say, you surprised me a little with your move. Thanks for the backup. How'd it feel? Ja, ganz Now that einfach you war's. mention it, how is it the hilly trolls ended up here? These creatures don't seem like the type to set up camps so close to cities like this. Exactly. It's more normal for them to be much further out in the wilderness. But because the dragon, Storm Terror, has been around a lot more recently, our orc, when the storms hit, we usually end up with at least a few injuries. So the Knights of Favonius have been tied up. So these annoying creatures have been getting close. Exactly. That said, clearing this camp helped make the area a little bit safer. Ich hoffe, der Loot dahin bleibt liegen. Come with me. A responsible knight must make sure to see you to the city safely. Und wie ihr seht, wir kriegen am Ende, ich meine, 4 Stück bekommt man, ne? Also 4 verschiedene Klassen. Charaktere kann man gleichzeitig im Team haben. Also eigentlich cool gemacht. Ich sag ja, wie bei Dragon Quest ein bisschen. Bei Dragon Quest ist man, glaube ich, mit mehreren rumgelaufen, ne? Aber wie gesagt, ich spiele lieber die Nahkämpfer. Finde ich persönlich immer ein bisschen besser. So, was haben wir hier wieder? Das am Anfang ist das, glaube ich, echt lästig mit den ganzen Artefakten und alles da ausrüsten, da ausrüsten. Zack. Zack.
So, was sind denn da für Daten? Genau das haben wir doch schon gehabt. Ah ja. Man kennt es. So, wo müssen wir als nächstes wieder hin? Ach, wir müssen jetzt schon in die Stadt. Kein Fallschaden? Lol. Sache, ich will alle erkunden. Ach, da ist die Küche. Ah, da war ja was. Das ist erstmal den Apfel. Ja, das haben wir schon alles gesammelt. Oder? Nee, das. Warte mal. Nee, das ist der Koch. Kochstelle ist das. So, dann kochen wir mal ein bisschen. What should I cook next? Oh, are you travelers from around here as well? Ja, wir sind aus der Gegend. We just happened to be passing by. What are you cooking? Smells good. Very good. Welcome, travelers. I'm Lynn, the survival expert of the Adventurers Guild. As you can see, I'm experimenting with eat before you go. The first rule in the wilderness survival picnic? Oh, but my travel partner here is good at cooking as well. That's okay. Let's see what you won't get a lot of. There are some mushrooms and meat in the barrel over there. So, dann gehen wir erstmal hin und zaubern wir was zu essen. Ich hoffe, wir haben schon alles gesammelt. Ach doch, haben wir ja. So, was sollt ihr jetzt haben? Pilze mit Hühnchen. Hühnchen zubereiten. Jetzt kommt der spannende Moment. Perfekt. So, machen wir es direkt ganz fertig. Ja, das ist schon schwierig. Also. Kann auch nicht jeder. Ah, ne, für den Rest haben wir, glaube ich, nicht genug Zutaten. Ah, jetzt sehe ich, verstehe. Aber ich sammle den Kram erstmal. Is it done? Ich will immer reden, wenn die redet. Smells good. Let me try. Und schmeckt's. Lecker, lecker, lecker. Now that's really tasty. Paimon told you so. With your culinary skills, you should try more difficult dishes. Oh, I've got some raw ingredients in my bag. Can we really have them? Won't you run out of ingredients? That's okay. You should be able to find lots of ingredients when there's also a restaurant in Mondstadt known as Good Hunter that sells. Okay, thank you for the info. Weiß nicht, ich glaube, die gibt uns später bestimmt auch noch ein paar Rezepte. So, aber Abenteuer Stufe 3 erreicht. So. Oh Gott, okay, meine. Ich sage, die Grafik ist schon nice. Ist halt nicht mehr, wie wir gewöhnt sind, Fortnite-Grafik. Ist auch keine CD-Grafik. Ist halt einfach ein komplett eigener Grafikstil. Aber ich finde den echt nicht schlecht. So. Ab geht's in die Stadt. Und ich sag nochmal, das Spiel ist halt kostenlos, weil einige haben halt schon gefragt, wo es das Spiel gibt, und hast du nicht gesehen. Es gibt's halt überall, sogar auf dem Handy. Nur halt noch nicht für die Switch. Für die Switch soll es halt im Januar kommen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und es ist halt komplett kostenlos. Let me officially introduce the city of Wind, Dandelions and Freedom. Travelers under the protection of the Knights of Avonius, welcome to Mondstadt. Guten Tag in Mondstadt. Finally, no more having to camp outdoors. But the city folk don't look too cheery. Everyone's been put out of place by storm terror recently. But everything will turn out fine, as long as Jean? Acting Grand Master of the Knights of Favonius. With Jean on our side, surely even the vicious Storm Terror will be no match for... Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, Traveler. It's a reward for helping me clear out that Hillitrol camp. Hey! Why doesn't Paimon
on, get a reward. Because this reward is useless to you, Paimon. But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy. Sticky honey roast! Ja, Honig-Möhrenfleischpfanne. Ah, ja. Come with me. We'll head to the city's, high ground. High ground kennen wir ja. So. Oh Gott, wie läuft er denn? Wie ist der denn gerade gelaufen? So, wir können uns hochstufen. Ich würde sagen, ja komm, schneiden wir den erstmal komplett hoch. Zack. Zack. Ich wollte das zwar erst sparen, aber ich habe schnell gemerkt, dass es doppelt so, wenn die Helden schon hochgelevelt sind. This used to be a bustling street, but with so many storm terror attacks recently, the usual crowds are nowhere to be seen. So, erstmal auch. Except for the local tavern near the city wall over there. They haven't been affected. If anything, ich their business is better than ever. Ich meine, ja. Nicht zu schnell. Ich weiß nicht, ob sie dann runterfallen kann. I can do this. I know I can. Ich glaube, selbst da kam ich komplett hoch. So. Ein bisschen einen auf der Session Screen machen. Fall jetzt ja runter. Zack. Der ganz schlau. So, the present I want to give you is a wind glider. A wind glider. Outriders use them to ride the wind, and the people of Mondstadt love using them too. I brought you here to give it to you, so you can experience it right away. Oh, you're really excited about these wind gliders. Well, that's because the wind is the heart and soul of Mondstadt. Alrighty then, enough. It's easy to use, but you still need to pay attention. Und ihr sagt gerade, jeder da benutzt den gerne, gell? Ich sehe hier keinen einzigen rumfliegen. Ich sehe uns nur alleine. Guck mal, wer benutzt denn hier irgendwas? Keiner. Ich glaube, sie hat mich angelogen. Ah, warte, den Teleportstein. Ah, es gibt auch noch Abenteuer für XP. Ja. Ach, jetzt geht's los. The sky. Bisschen was von Game of Thrones. Allerbeste Reisegefährtin. Ich hab doch nur eine. Das ist so cringe hier, das. I'm preventing your fall with the power of a thousand winds. Now, concentrate. See yourself grasping the wind. Harness its energy. So komisch. Das ist ein altes Arcade-Spiel damals. Sache mit dem Stick zielen ist echt komisch. Oder man muss sie erst dran gewöhnen. Doch, siehst du, beim Schwimmen und Klettern verbrauchst du sehr viel Ausdauer. Beim Schwimmen habe ich schon gezeigt, also beim Klettern fällt man dann auch runter wahrscheinlich.
hurt? Der kommt immer so ab. You've actually got the power to go up against the dragon. Are you a new ally? Or a new storm? Storm Terror is attacking Mondstadt itself! Kaya, Traveler, you've come at the right time. Hold on, Amber. Are you perhaps forgetting to introduce us? So cool. Oh, right. This is Kaya, our cavalry captain. These two are travelers from afar. From afar? Is that... Long story short... I see. Welcome to Mondstadt. Though you haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Bestens. I understand the anguish of being separated from family. I'm not really sure why you're looking for the Animo God. But everyone has their secrets, right? Relax. I won't press you for more. First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help just now. Your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed by no small number of citizens. The acting Grand Master of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you, and formally invites you both to our headquarters. Also, wir müssen ins Hauptquartier. Ein Hauptquartier. Das muss ich jetzt schon wieder machen. Nein, doch. Aber immer Daten, Daten, Daten. Da, wir haben neue Stimmen. Juhu! Keine Ahnung wofür, aber wir haben sie. Mondstadt has so many ways. Was ist denn jetzt noch so viel Figuren ziehen? Was ist denn eine Figurenzierde? Ach, die Kleider. Die sehen schon nicht schlecht aus. Definitiv. So, das war das. Dann gehen wir jetzt zum Hauptquartier. Beziehungsweise wir gleiten hin. This seems to be the Knights of Favonius headquarters. Let's head in. Reiner. Ich glaube, immer noch in dem Spiel funktioniert der Analogstick nicht so richtig. Weil der immer ganz leicht geht der nach vorne. Ich hoffe, das wird später nicht noch zum Problem. Ja, die Ladezeiten halten sich eigentlich schon in Grenzen, würde ich sagen. Jean, what's the hurry? I thought we agreed to meet them here. There have been sightings of Storm Terror outside the city. Once we meet, we must... Relax. I'll lend a hand when the time comes. Jean. Ich weiß nicht, warum sind in Animes immer alle Frauen sexistisch angezogen? Als würde die so da rumlaufen. And once it was over, I brought them straight here. Mondstadt welcomes you, Windborn Travelers. I am Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident librarian. Oh, are you sweeties here to help us out? You're both so adorable. Sadly, the timing is regrettable. Storm Terror has caused quite a ruckus in the region since its recent resurgence. Simply put, Mondstadt's elemental sphere and ley lines are now akin to a yarn ball in the paws of a kitten. For a mage, it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle away from a full-blown breakout. If it weren't for this interference, the Knights of Favonius would have better ways to help you than just putting up missing person posters. We simply ask that you repose in Mondstadt while we help you seek out your sister. Natürlich werden wir denen helfen, ist ja wohl klar. Paimon will help too. Good. In that case, we need a plan. With Storm Terror now directly attacking Mondstadt, we may have an opportunity to cut this problem off at the source.
Lisa has revealed the sources of Storm Terror's power with her detection magic. Is that so? They're located in the abandoned Four Winds Temples. Storm Terror's ability to whip up these kinds of storms can be attributed to it drawing power from the temples. Our objective is to deal with three of the four temples. I trust everyone understands why we are only dealing with three. Paimon doesn't. Knights of Favonius, time is against us. The storm is rampant. There's no point in maintaining a defensive position. All right, we need to take initiative and act before the situation escalates. Also, ab in die Tempelruinen. So, was kriegen wir jetzt noch? Gebet. Schicke deine Wünsche in die Welt und erhalte verschiedene... Ja, danke. Das war zu schnell. Endklassen verfügbar, bla bla bla. Ja. So, können wir mit denen noch irgendwas machen? Wanna team up with me? Huh. I should warn, with Jean by our side, nothing can stand in our way. At least, that's what I want, but I can't keep spouting that same old line. Ja. She always dashes headlong, and I really hope that one day... So, das gibt wieder Abenteuer XP. So, was haben wir jetzt hier alles im Menü? Gebetsmenü. Ja, da kommen wir zu den Stellen, wo es dann Geld kostet. Aber, wenn ich es richtig gelesen habe, man kann sich eigentlich alles auch selbst verdienen. Wenn ich es richtig gelesen habe. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr der andere Meinung seid oder anderes wisst. Aber wenn ich es so richtig mitbekommen habe, kann man eigentlich alles sich auch erspielen. Das sind halt die ganzen Helden, die man sich anscheinend so kaufen kann. So, was haben wir hier? Ach, Gebet. Ah, Gebet heißt quasi das, wo wir eingekauft haben. Was kann man hier machen? Schöpfungskristall in Urgestein. Mechanurgestein. Schöpfungskristall. Für was brauche ich das denn? Voll ein Schöpfungskristall habe ich schon eh keinen. Nö. So, dann würde ich sagen, war es das auch erstmal hiermit. Ich würde sagen, wir gehen dann direkt mal gleich in die nächste Stadt, aber damit ist die Folge erstmal zu Ende. Denkt dran, vergesst nicht einen Kommentar da zu lassen, gerne ein Like da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich schon weiter, wenn wir dann quasi in den ersten Tempel müssen. Aber ich kann schon ein bisschen spoilern, wir müssen vorher, glaube ich, erst was anderes machen. In dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und haut rein.